und herzlich willkommen zu Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers und zahlreiche User aus der Facebook-Gruppe Abgasskandal haben mich gefragt, was ich von der Musterfeststellungsklage halte. Klare Antwort, ihr Lieben, gar nichts. Zum 1.11. gibt es ja die Möglichkeit der Musterfeststellungsklage, soll eine Sammelklage für die VW-Betroffenen sein. Klagebefugt sind Verbände, die es bereits seit 4 Jahren gibt. Hier der erste Kritikpunkt. Welcher Verband hat denn überhaupt die juristische Kompetenz, solche Klagen durchzufechten? Das zweite auch die finanziellen Mittel, denn die Gerichtskosten müssen ja zumindest bezahlt werden. Wenn verloren wird, muss auch die Gegenseite bezahlt werden. Also wer zahlt den Spaß? Das nächste ist, und das ist mein größter Kritikpunkt, der Verbraucher wird zu einem zweistufigen Modell gezwungen, denn sollte die Feststellungsklage tatsächlich erfolgreich sein, wird dort maximal entschieden, dass der Verbraucher oder der VW-Geschädigte maximal dem Grunde nach Recht hat, also grundsätzlich Recht hat. Den persönlichen, individuellen Schadensersatz, also den eigentlichen Fall, so wie wir es jetzt machen, den muss jeder Verbraucher danach nochmal individuell einklagen. Also im Endeffekt landen die Leute doch wieder beim Anwalt, sodass man sich den Weg um die Musterfeststellungsklage herum auch sparen kann. Das ist meines Erachtens völliger Quatsch und spielt nur VW in die Karten. Denn wie aus dem Kapitalmusterverfahren schon ersichtlich, dauern die Klagen viele, viele Jahre. Der Telekom-Prozess läuft jetzt noch Jahrzehnte später. Das heißt, viele Leute verlieren das Interesse, verlieren die Nerven, haben keine Lust mehr, versterben sogar als Betroffene schon. Dann fehlen Beweismittel. Hier ist es ja so, dass gegebenenfalls der VW schon längst verkauft ist, damit fehlen Beweismittel. Das heißt, selbst wenn die Musterfeststellungsklagen erfolgreich sein werden, hat VW einen riesen Profit davon, weil mindestens die Hälfte wird die Lust verlieren und wird sich wegen Zeitablauf auch erledigt haben. Also hier hat der Gesetzgeber, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, VW völlig in die Karten gespielt. Ich halte nichts davon, rate davon ab, sich an einer Musterfeststellungsklage zu beteiligen. Es ist schneller und effektiver, direkt zum Anwalt zu gehen und direkt seinen eigenen Fall einzuklagen. Ich hoffe, ich habe eure Frage eindeutig beantwortet. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.